Ja, liebe Leute, ich lieg schon im Bett, aber was heißt schon im Bett? Noch immer im Bett. Es ist ja jetzt schon, wie spät ist denn jetzt eigentlich? 2:53 Uhr, also immer noch im Bett. Ich habe heute mal einen faulen Tag. Ich bin jetzt heute erst um, ja, vor 10 Minuten ungefähr wach geworden. Ich bin ja früh ins Bett gegangen, weil es ja meistens so ging. Aber das. Also so gegen 2 in der Regel beginnt mein Tag. Das ist dann die Zeit, wo ich am besten arbeiten kann, morgens. Da mache ich meine Videos, schneide meine Videos und dann ist ja auch nach kurzer Zeit, es kommt mir dann vor wie 5 Minuten, man kommt zu nichts, aber in dieser Zeit gibt es keine Anrufe und da kann man ganz gut arbeiten, da kann man ein Video machen und so, aber das gehört jetzt alles nicht zum Thema. Eine Minute off topic zur Einleitung. Ich wollte über dieses, ja, wie heißt das Ding jetzt? Komplizierte Wortschöpfung, Verweilverbotszone bzw. Verbotsverweilzone. Und ja, ich hatte dann ja noch Verbotsverweilverbotszone. Und das ist jetzt eigentlich das. Ja, Düsseldorf ist ja eigentlich eine Verweilverbotszone. Ne? Das ist es, ja. Düsseldorf ist eine Verweilverbotszone. Also hier verweilen die Verbote in der Regel nicht längere Zeit. Das ist mit Düsseldorf nicht zu machen. Das wissen ortsfremde Bürgermeister leider nicht. Dieser Herr, ja vorher, der hatte ja auch so einen Namen, der hieß Geisel, glaube ich, Geisel, Bürgermeister Geisel, ich glaube so der Innensenator von Berlin, aber was war das da, was hat der für einen Job gehabt? Der hat, glaube ich, auch so einen Namen gehabt, Geisel, und die verstehen, diese beiden Leute, die haben es irgendwie mit sich, ich habe ihm da ja auch damals schon einen offenen Brief geschrieben, beziehungsweise auch ein Video gemacht dazu. Ich habe es mittlerweile gelöscht, weil ich damals meinen Kanal noch eher für Kunst reservieren wollte und nicht für politische Themen. Aber ist interessanterweise ist ja die soziale Plastik ist ja auch ein politisches Kunstwerk und da arbeite ich ja dran. Auch also soziale Plastik ist, glaube ich, von Beuys oder ich weiß nicht, wer der erste Vordenker in der Richtung war. Die soziale Plastik ist ja auch ein Kunstwerk und natürlich, wer sollte Politik eigentlich machen dürfen, wenn nicht wir Künstler? Also, wobei, da geht es nicht um anarchistische Kunst, sondern die soziale Plastik ist ja eben ein wichtiges Ding und davon haben unsere Politiker ja irgendwie gar keine Ahnung. Deshalb, ja, also eigentlich kam ich von meinem Kanal, weil es um Kunst geht. Ja, und Politik ist Kunst, nämlich Staatskunst. Und ja, so Leute wie der Herr Geisel, der sich, also jetzt egal welcher, ob der in Berlin oder der in Düsseldorf, die hatten ja irgendwie beide nicht geschnallt, dass ihr Name Geisel war und eben nicht Geisel der Menschheit. Und da habe ich ihm dann auch dementsprechend ein paar schöne Videos geschickt, die er auch zur Kenntnis genommen hat, auch wenn ich von ihm natürlich nie eine offizielle zur Kenntnisnahme geschickt bekommen habe. Also kam schon mal, ja, Ihre E-Mail ist angekommen, der Herr Bürgermeister wird sich darum kümmern. Die haben ja nicht reingeguckt, das ist dann so eine automatische Antwort, aber der hat einige Male reagiert. Also der hat schon ich habe schon an Reaktionen gemerkt, dass er reagiert hat. Ne? Und ja, jetzt haben sie ihn ja abgesägt zum Glück. Und jetzt ist da der Herr Keller. Und der, tja, der wendet seinen Namen auch an, im Namen von Nomen est Omen, weil Keller sind ja in der Regel unterirdische Ereignisse. Also dieser Keller, der versucht auch möglichst unterirdische Entscheidungen zu fällen. Aber ich muss mich mal hinsetzen. Mein Kopf ist so verkürzt, das sieht so komisch aus. Ach, jetzt ist wieder mein Heiligenschein im Weg. Ja, wenn ich mich setze, dann kommt er immer zum Tragen. Ne? Also das ist furchtbar. Ich muss da mal einen lieben Gott fragen, ob man das nicht irgendwie abschalten kann. Das ist gerade auf den Videos, das nervt immer total.
Ja, sieht scheiße aus jetzt, die Beleuchtung. Also dieser Heiligenschein. Ist furchtbar. Jetzt hat mich das abgelenkt. Ach so, ja, dieser unterirdische Mensch, der mit seinem unterirdischen Namen und seinen unterirdischen Geh- und Verboten, man wird ihm das, er ist ein Ortsfremder und man wird ihm das passend bei Gelegenheit mitteilen müssen, denke ich, weil sonst muss ich den auch wieder, sonst da drohen dann ja auch Ordnungsstrafen und so weiter, also gerichtliche Ordnungsstrafen, das ist jetzt was anderes als diese Pappnasen-Kompanie, die da diese Dinge austeilen. Die haben ja meistens keine rechtliche Relevanz, die sind ja oft schon nichtig, bevor sie ausgesprochen wurden. Da kommen dann die Urteile. Ich muss sowieso, habe die Tage dringend im Verwaltungsgericht zu tun. Und da muss ich dann mal so zwei, drei Klagen mal loslassen. Das geht ja alles gar nicht, was dieser Mensch da macht. Also der hat, irgendwie hat er mich noch nicht auf dem Schirm. Also lieber Herr Oberbürgermeister, so geht's nicht. Ich Düsseldorfer, Sie ortsfremd, Sie keine Ahnung, geht nicht in Rheinland, was Sie da machen. Geht gar nicht. Verwaltverbotszone, nee, was jetzt? Ja, Verwaltverbotszone, so war das, was Sie sich da ausgedacht hatten. Nein, ich nenne das eine Verwaltverbotszone, das ist Düsseldorf, das trifft den Kern näher, weil hier wird nichts verwalt, also Verbote verweilen bei uns nicht so lange. Das kann ich Ihnen sagen. Wir hier Rheinländer und wir sind schon mit Napoleon, wir haben schon Napoleon auf die Schippe genommen und ja, der hat uns als liebenswerte, aber anarchistische Menschen kennengelernt. Der Rheinländer an sich neigt zum Anarchismus, das ist so. Ne? Und das ist auch ganz gut. Läwe und Läwe-Lance. Es gilt nicht nur für Köln, das gilt auch für Düsseldorf, das gilt allgemein im Rheinland, das ist das Wichtigste. Und zu leben und leben lassen, da passen Verbote nicht. Und ihre komischen, wie gesagt, Pappnasen in Schwarz, diese mit ihren Kampfuniformen, also die sind ja so lächerlich und teilweise wirklich, wie sie agieren, gegen alte Leute besonders. An mich trauen sie sich ja nicht so ran, da schicken sie dann immer die Polizei vor, aber naja, letztens, was da kam, dieses Dings, als ich eine Demonstration angemeldet hatte, also das war ja auch sehr witzig, da kommt die gerichtliche Klärung, kommt noch. Das ist ja jetzt rechtskräftig geworden, allerdings traf es mich in einem Moment der Abwesenheit und da ich nicht davon ausging, dass es wurde nämlich kein Verwarngeld ausgesprochen am Ort. Ich war der Anmelder der Demonstration. Ich trug die ganze Zeit nonstop eine Maske. Nur wenn ich eine Zigarette geraucht oder einen Kaffee getrunken habe, was selten vorkam, habe ich die Maske mal abgenommen. Und ich kann mich erinnern, ich war einmal im Gespräch mit dem Einsatzleiter. Es war ja die Demonstration damals war ja, wir schützen unsere Polizei vor dem ungeprüften Impfstoff, weil es damals noch hieß, ja, wir impfen als erstes mal die Polizei durch. Und damit waren die ja auch nicht so einverstanden. Und ja, ich eben auch nicht. Und meine Mitveranstalterin, die überhaupt die Ideengeberin war, das war die Anna, oh, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, Anna, tut mir leid, den Nachnamen habe ich gerade verlegt, aber ist ja egal. Vielleicht möchte die auch gar nicht jetzt genannt werden. Also die Anna hatte die Idee und ich habe das angemeldet. Sie war die als Mitanmelderin. Ja, und die Idee war halt, wir stellen uns vor unsere Polizei und wollen nicht, dass die geimpft werden. So, und da können sich natürlich viele Polizisten an mich erinnern. Da wurden dann auch von offizieller Stelle Videoaufnahmen gemacht. Da bin ich überall drauf mit Maske. Und dann kriege ich im Januar plötzlich, ohne dass es ausgesprochen wurde, ohne dass gesagt wurde, Sie kriegen jetzt ein Ordnungsgeld, kam dann da so ein Brief in den Briefkasten. Und ja, da ich krank war in der Zeit, aufgrund der Ereignisse und so weiter, habe ich eine
möchte sagen, eine sehr, 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 sehr schwere depressive Episode gehabt. Ich war, ja, ich bin ja Rentner, deswegen wegen schwerer Depressionen und bin in Rente und bin Erwerbsunfähigkeitsrentner und bin schwer behindert. Und da hat dann meine Behinderung zugeschlagen, weil diese ganze Situation ist einfach so dermaßen deprimierend, dass man auch bei bester Gesundheit, ich bin einfach nicht rausgegangen. Also ich konnte noch nicht mal am Briefkasten. Also ich, und dann lag das Ding und wurde rechtskräftig. Aber es war ja, ich meine, Sie können es ja noch stoppen als Bürgermeister. Sie können es gerne machen. Andernfalls klären wir das vom Strafgericht, weil die Aussagen der Beamten, die haben ja da tatsächlich noch Zeugenaussagen gemacht. Also die sind, ich würde sagen, die sind aus dem Dienst erstmal zu suspendieren. Das sind Straftäter. Falsche Aussage in einem Ordnungsstrafverfahren ist eine falsche Aussage in einem Strafverfahren. Und das zieht ein Strafverfahren von mir aus dann nach sich. Es sei denn, sie kippen das Ding einfach wieder und sagen, okay, nee. Wollen wir nicht unbedingt, dass der Schäfer uns vor Gericht auseinandernimmt. Weil, dass ich sie auseinandernehme, ist außer Frage. Tausende von Beweisaufnahmen zeigen mich mit Maske, mit Maske, mit Maske, mit Maske, mit Maske. Und dann gibt es da zwei Lügenbolde, die nicht in unserer Stadt heimisch werden sollten, also nicht im Ordnungsamt. Ich finde, Ordnungsamt, das wäre doch mal ein schönes Gedankenspiel, dass die Entscheidungen des Ordnungsamtes in Ordnung sind. Was halten Sie davon, wenn das Ordnungsamt Dinge macht, die in Ordnung sind? Hä? Statt hier immer eine Gebührenordnung geltend machen zu wollen, ein Gebührenordnungsver an den Halsschmeißamt. Ein Verbotsgebührenordnungsamt, also was machen Sie aus diesem Wort? Machen Sie doch ein Amt raus, welches in Ordnung ist. Das wäre doch schön, Herr Keller. Und nehmen Sie Ihren Namen nicht so reziprok, tangential zum Guten, was es sein könnte. Ein Keller kann ja auch etwas Positives sein. Ein Weinkeller zum Beispiel, jetzt will ich Sie jetzt nicht da zum Alkoholiker stempeln, aber man kann ja auch mal in den Weinkeller gehen und dort einen angenehmen Abend verbringen. Oder im Partykeller kann es auch sehr schön sein. Also Keller muss nicht unbedingt darauf hindeuten, dass von dort nur unterirdische Entscheidungen kommen. Also in diesem Sinne, wir hören uns, sehen uns, also ich sehe Sie weniger oft, aber Sie werden mich noch gelegentlich auf YouTube und den diversen Kanälen zu sehen bekommen. Zu Ihren Gunsten hoffend, ja, ich weiß jetzt gar nicht, hab jetzt gerade, also zum im Sinne Ihrer Gesundheit wünsche ich Ihnen, dass es freundliche Videos sind und dass ich Sie in irgendeiner Weise lobe, weil Sie meine Anregungen entgegengenommen haben. Also mein lieber Herr Keller, bis die Tage und das, wie heißt das Ding jetzt, Verweilverbot, das wird wohl in der Verweilverbotszone nicht lange gültig haben. Das garantiere ich Ihnen, mein Lieber. Bis die Tage. Wir sehen uns. Tschökes.